Tymatic feat. Julian Boss. Ich glaube, no joke, das habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Das war wahrscheinlich der Gewinner-Song, oder? Weil ich glaube, das war mit ein, gehörte mit zum als Preis, wenn man das JBB gewinnt. Ne? Tymatic hatte das JBB 18 gewonnen und hatte die Wahl zwischen Feature-Part mit Julian oder Battle gegen Julian. Oh, Battle gegen Julian hätte ich gerne gesehen. Aber vielleicht war es schlauer als Feature. Ich weiß nicht, was schlauer gewesen wäre. Ich meine, wenn er ein Battle bekommen hätte, ja gut. Hätte sich nochmal präsentieren können, aber wäre voll die Arbeit gewesen und sowas, ne? Er war wahrscheinlich schlauer. Okay, also ich glaube, das haben wir nicht gehört. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir das mal abgecheckt haben, Chat. Oder? Haben wir das geguckt nach dem JBB 2018, als Tymatic gewonnen hat? Und der hätte gegen den besten Rapper auf der Erdkugel battlen müssen, ja, ja. Okay. Schauen wir mal den Gewinner-Song hier. Streifschüsse, dich verfehlen Patron, weil wir Gnade walten lassen und dein Leben verschont. Auch mit Messer zum Schutz laufen Rapper geduckt, ich verfehle gezielt, aber treff, wenn ich muss. Finde ich jetzt schon nice. Schön geschrieben. Ich finde, Tymatic hat sich auch echt gut entwickelt, ne? Also so im JBB. Er hatte gerade so am Anfang, hatte er immer so, es ist so ein bisschen vor sich hingedümpelt, ne? Aber als er dann wieder da war, ja, hat er natürlich auch diesen krassen Bonus durch diesen Lasker-Beef mit dieser Quali. Ich habe aber letztens irgendwie, ich glaube, ich habe was von Tymatic gesehen. Ich glaube, die Finalrunde bei Cassius, da habe ich da vorbeigeschaut. Und da ist mir wieder aufgefallen, Dinger, echt stabil. Streifschüsse, dich verfehlen Patron, weil wir Gnade walten lassen und dein Leben verschont. Auch mit Messer zum Schutz laufen Rapper geduckt, ich verfehle gezielt, aber treff, wenn ich muss. Ich finde die Hook geil, Digga. Weißt du, was ich daran mag? Das ist so ein schöner Kreis, der sich schließt vom Text. Ist ja so eine Standard-Rap-Hook, aber ich finde, die ist cool geschrieben. Ich verfehle gezielt, aber treff, wenn ich muss. Nice. Mit Messer zum Schutz laufen Rapper geduckt. Ich verfehle gezielt, aber treff, wenn ich muss. Ich bewege mich seit 6 harten Jahren auf einem recht schmalen Grat zwischen Geldstrafe zahlen oder Zellenwand bemalen. Wäre jetzt so geil, wenn wir in diese alte Dinger reingehen und immer wieder so dieser alte Film. Was ist alte Film? Ich mag den immer noch. Ja, und ich schreibe meine Songs ja auch immer noch in so eine Richtung. Aber wie krass der Fokus da noch auf Reime lag. Ist echt krass. Ja, also direkt hier so eine Vierer-Reihen-Kombi hintereinander. 6 harten Jahren auf einem recht schmalen Grat zwischen Geldstrafe zahlen oder Zellenwand bemalen. Fick den Drecksvater Staat, der die Festnahme plant und die S-Klasse grad auf der Schnellstraße jagt. Das Gesetz fahndet nach einer Digga. Seltsamen Art, denn laut exakter Tat ist die Rechtslage klar. Ja, okay. Ja, das Problem ist halt immer, wenn du so auf diese Reihen bleibst, dann kommst du halt irgendwann an den Moment, an dem du so ein bisschen hinbiegen muss, ne? Wie zum Beispiel diese exakte Tat. Ja, das ist halt dieses Schwierige. Deswegen, ja, da, also, da, das Problem ist, wenn du, ne, wirklich so durchreimen willst, dann muss es halt wirklich, dann darf da nichts zweckig sein. Ist hier nicht, hat hier nicht ganz funktioniert, aber ich finde es trotzdem gut geschrieben. Also, ich meine, bei so vielen Reihen kann man auch Auge zudrücken, ne? Versteh mich nicht falsch. Aber, ich glaube, wenn du schaffst, so ein Part geil durchzuschreiben und dann die Endline auch noch richtig sitzt, das ist auch noch wichtig bei so einem Ding, ne? Dass das nicht ins Leere läuft, sondern dass die Reimkette am Ende nicht schön abgeschlossen ist, weil die Highlightline am Ende auf einen wartet, dann ist schon geil. Mal gucken, ob ihm das gelingt. Einer seltsamen Art, denn laut exakter Tat ist die Rechtslage klar. Pumpt durch Membranen, Bars, ticken S-Bahnen, Gras. Werd erwischt, aber wieder mal verfällt das Verfahren. Guck mal hier, sie kriegen Streifschüsse, wir riskieren Einschlüsse. Sie ja, siehst du, und das meine ich. Die Reimkette hat sich nicht gelohnt fürs Ende. Fühlt ihr ein bisschen, was ich meine? Wäre jetzt am Ende so eine Line gewesen, die bah, weißt du? So bah, dann wäre das so wie so ein Labyrinth gewesen. Man geht so die Wege links nach rechts, bah, 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 bam, und kommt zum Ziel und denkt sich so, ja, Mann. Und jetzt war es eher so, du wurdest da die ganze Zeit mitgenommen und das Ende ist quasi für den Weg, den man auf sich nehmen musste, um dorthin zu kommen, nicht episch genug, finde ich, ne? Also er sagt halt bla 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 doch schon wieder, stoppt das Verfahren, oder der Reim war ein bisschen anders, ne? Aber ist nicht spektakulär genug für die Reimkette, auch wenn es natürlich stark gereimt ist. Okay, machen wir mal weiter. Tat ist die Rechtslage klar, pumpt durch Membranen, Bars, ticken S-Bahnen, Gras, wird erwischt, aber wieder mal verfällt das Verfahren. Ja, verfällt das Verfahren, ja. Ist halt einfach nicht flashend genug für diese Reimkette. Guck mal hier, sie kriegen Streifschüsse, wir riskieren Einschlüsse. Sie diktieren Beinbrüche, wir plädieren auf Freisprüche. Bei Berliner Gang, Dicker, wir verspielen Einkünfte. Plan direkt danach mit dem Dietrich 7 Einbrüche. Es ist wirklich krass, weißt du, wie das klingt hier? Dieser Song klingt wirklich, wie so ein richtiger Julian-Fan ein Part schreiben würde. So richtig, Julian, ich habe den Part geschrieben, den du wahrscheinlich mögen wirst.
ganz viele Reime, ganz viele nacheinander, schön betont, schön sauber. Ja, 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 ja. Berliner Gang, Dicker, wir verspielen Einkünfte, plan direkt danach mit dem Dietrich 7 Einbrüche. Oh, wir sind nicht erwachsen, veranlagt, zertrampeln dich Bastard mit versammelter Mannschaft. Aber es ist gut gereimt, also das meine ich gar nicht unbedingt böse oder gar nicht so negativ. Es ist gut gereimt, Digga. Da sind, es sind schöne Reimketten drin, also mir macht Spaß, das zu hören, einfach aus dieser textlichen, ja, von diesem textlichen Film. Ja, es ist natürlich klar, dass wenn du den Part so schreibst, du jetzt nicht unbedingt, ja, weiß ich nicht, die krass durchdachtesten Messages da irgendwie reinpacken kannst, ja. Ich glaube, es wäre cool gewesen, wenn ihm gelungen wäre, da noch das ein oder andere richtig geile Wortspiel mit einzuflechten. Dann wäre es nicht nur das gewesen, wisst ihr, wie ich meine? Wir sind nicht erwachsen, veranlagt, zertrampeln dich Bastard mit versammelter Mannschaft. Ich will, dass du Scharmutter Kalasch frisst, akkurat ans Gesicht, mach Mutsak Jalla drück. Streifschüsse, dich verfehlen Patron, würde gerade walten lassen und dein Leben verschont. Auch mit Messer zum Schutz laufen Rapper geduckt, ich verfehle gezielt, aber treff, wenn ich muss. Das sind Streifschüsse. Der Hook gefällt mir echt gut. Nein, aber wir gehen weiter. Schutz laufen Rapper geduckt, ich verfehle gezielt, aber treff, wenn ich muss. Das sind Streifschüsse, dich verfehlen Patron, würde gerade walten lassen und dein Leben verschont. Auch mit Messer zum Schutz laufen Rapper geduckt, ich verfehle gezielt, aber treff, wenn ich muss. Er ist halt, glaube ich, auch ein cooler Song gewesen für die JBB-Community, ne? Genau das, was wir hören wollen. Schön viele Reime, geht gut nach vorne, Beat auf episch angelegt. Bin gespannt, wie der Julian-Part jetzt ist. Ich finde, die Messlatte ist nicht niedrig. Ja, weil das war schon ein guter Part auf jeden Fall. Also jetzt so rein technisch, ne? Und vom Flow, es war das sehr safe. Ja. Yeah. Die Bereitschaft ist groß, wenn sich einladen lohnt. Ist die Einnahme hoch, flieg ich 3 Tage rum. Skimaske tragen, Mietwagen fahren, 30 Mülle reingewinnen, lilane Stapeln. Es ist so lustig, Digga, wie das einfach genau dieser Julian ist und mir die gleichen Sachen auffallen wie heute. Ne? Er fährt genau diesen gleichen Film wie Timatic und kommt mit so einer Reimkette um die Ecke und die ist sauber gereimt und so weiter. Aber es ist genau das Gleiche, was ich sonst auch sage. Wenn ich mir den Thematic hier anhöre, dann klingt der, es klingt so, als fühlt er den Beat. Und bei einem Julian ist es so, es klingt nicht so, als fühlt er den Beat, sondern als wenn er weiß, was richtig ist. Und das ist ein großer Unterschied. Ein Julian weiß, wie man das schreiben muss und er weiß auch, wie er das drauf, also er hat das Wissen, aber das Gefühl nicht. Wisst ihr, was ich meine? Es ist wieder so steif. Ne? Auch wenn ein Timatic auch sehr steif gerappt hat, aufgrund dessen, dass die Reimketten halt immer die gleichen waren, wirkt es bei Julian noch steifer. Maske tragen, Mietwagen fahren, 30 Mülle reingewinnen, lilane Stapeln, am Markt etablieren, danach expandieren, matt, Beamer. Auch hier, typisch Julian, Digga. Am Markt expandieren, da tikanieren. Digga, ist krass, heftig. Ja, das scheint wirklich so in Julian drin zu stecken, diese Art und Weise, wie er betont. Eingewinnen, lilane Stapeln, am Markt etablieren, danach expandieren, matt, Beamer, mach, lila, Margen addieren, fahr in geleasten, A6 Maschinen, Amphetamine über Staatsgrenzen schieben, Barrikaden. Ja, Digga, also mir, ich sag dir ehrlich, mir ist das viel zu steif. Es klingt wie der Timatic-Part in ohne das Gefühl dafür. Ich bin dabei und schlage dich gleich jung. Egal wohin, wir wissen Bescheid und keiner kann uns noch schlagen. Du hast irgendwelche Fragen. Wisst ihr, was ich meine? Und das ist genau das gleiche Ding. Oder nicht auf dem gleichen Level, weil er macht es heute ja nicht in seinen Songs, dass er so komplett durchreimt und so, ne? Aber es ist trotzdem grundsätzlich die gleiche Kritik, die ich heute noch habe, mit diesem, dass es irgendwie steif klingt und irgendwie unroutiniert, obwohl es richtig ist, als wenn das Feeling fehlt. Das Feeling einfach. Er weiß, wie es richtig, was richtig ist, aber es scheint so, als würde er es nicht fühlen. Ich weiß nicht, ob es am Gefühl liegt, aber das ist so das, was ich glaube. Liesten, A6 Maschinen, Amphetamine über Staatsgrenzen schieben, Barrikaden plattfahren, Kapital mit Anlage, 2 Jahre Knast, ha, marginale Haftstrafe. Brüder bleiben drin und machen Warenhandel, generieren Umsatz mit Weiß, so wie Samenbanken, selbst ist der Mann, bis alle... Textlich und reimtechnisch? Ist das nice? Ja, so wie beim Thematic-Part. Ja, technisch gut geschrieben. Deine geschafft, bin den geraden Weg gegangen. Mich hat keiner gemacht und du reibst seit Monaten den Penis doch. Kriegst einfach keinen hoch, so wie Kollege als Label-Boss. Fotze. Oh.
Ah, das war da, als Kolle so langsam sein Label und zwar das bergab ging, ne? Schade, dass die Hook nicht nochmal kommt, weil ich fand die eigentlich geil. Die ging gut nach vorne. Aber vielleicht wollten sie auch mit einer Kolle-Line raus, um diesen Effekt so zu lassen. Ja, was kann man festhalten? Es ist krass, wie Julian dort schon ja, in seinem Rap ähnliche Dinge hatte, die ich hier erwähnen kann und die mir auffallen. Also, es ist die gleiche Kritik. Ich weiß nicht, ob ihr das auch fühlt, was ich meine, oder ob ihr einfach sagt, nö, ist doch voll nice. Aber bei mir ist es safe so. Also, mir ist ein Julian oft zu unlocker. Da fehlt die Lockernis. Da fehlt dieses Digga, der Beat so, ba 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 bam, so, ne? Es ist eher so wie, ich weiß jetzt, dass ich ba 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 bam machen muss. So klingt's für mich. Keine Ahnung, ob ihr wisst, wie ich es meine. Aber so klingt's für mich. Es klingt so wie, ich weiß, dass jetzt ba 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 bam kommt, aber ich fühle das gar nicht selbst. Dass jetzt ba 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 bam kommt. Vielleicht fühlt ihr das oder auch nicht. Aber so ist das. Ja. Aber kann mir vorstellen, dass das Ding gut ankam bei den Leuten. Ja, 10.000 Likes, 1.000 Dislikes. Kam Julians Part pünktlich. Finde Julians Part ganz gut, aber ein Endboss-Battle wäre so viel geiler gewesen. Ja, stimmt. Haben sich natürlich auch wahrscheinlich viele gefreut. Ne? Julian klingt so motiviert. Ja, das ist halt auch die Sache. Ne? Dieser Stimmeinsatz. Also Julian klingt oft so unbegeistert irgendwie. Ja, aber wer weiß, vielleicht verändert sich das ja. Ich finde zum Beispiel, dass dieses, was ich mit steif meine, hier weitaus extremer ist als bei den heutigen Sachen, die rauskamen. Also da hat für mich schon eine krasse Steigerung stattgefunden, was dieses Gefühl zum Beat und so betrifft, aber halt noch nicht, es ist noch nicht komplett ausgereift in der Hinsicht, für mich jetzt.